Für mich gehört Fitness und Sport mittlerweile zu meinem Alltag. Ich brauche die Bewegung, das tut mir gut. Aber ich muss auch sagen, nach einem halben Jahr nur Krafttraining habe ich schnell gemerkt, mir wird extrem langweilig. Das muss am Ende jeder für sich wissen, aber die folgende Dokumentation hat mich sehr erstaunt, hat mir in vielen Dingen die Augen geöffnet und ich spreche meinen absoluten Respekt aus für die Leute, die in dieser Dokumentation teilnehmen. Und der 17 Jahre alte Noel ist sehr reflektiert und möchte Bodybuilder werden. Auch Markus Röhl ist in der Dokumentation, der sagt auch super wichtige Dinge. Er sagt auch, welche Opfer er gebracht hat, um Bodybuilder zu werden. Die Dokumentation, die wir heute anschauen, ist von Sportschau und heißt Bodybuilding Boom, junge Menschen und die Jagd nach dem perfekten Körper. Und wie weit teilweise dieser Bodybuilding-Wahn und Fitness-Wahn auch bei Männern gehen kann, haben mir einige meiner Fitnesskollegen offenbart. Denn diese wiegen sich teilweise jeden Tag, weil sie Angst haben, Masse zu verlieren und achten so extrem auf ihre Ernährung, dass sie sich teilweise überlegen, überhaupt in den Urlaub zu fliegen, weil sie dort gar nicht die Nährstoffe, die sie brauchen, zu sich nehmen können. Dazu habe ich noch weitere interessante Dinge gleich in der Reaction zu erzählen, aber das seht ihr gleich selbst. Über einen Daumen nach oben würde ich mich sehr freuen, über ein Abo auch und das Originalvideo findet ihr unten in der Beschreibung. Und ich bin sehr gespannt, was ihr zu den ganzen Themen sagt und wie eure Wahrnehmung ist oder vielleicht sogar eure eigenen Erfahrungen. Als ich noch gar keine Ahnung vom Bodybuilding hatte, war alles so in Größe gemessen. So, ich bin groß und das ist cool. Und jetzt ist alles in Muskeln gemessen. Wer hat den dickeren Bizeps, wie ist die Brust, wie ist die Schulter? Kein Bodybuilder ist zufrieden mit seinem Körper. Niemals. Interessante Aussage, weil ich sagen muss, ich glaube, es gibt weniger Menschen, die heutzutage zufrieden sind mit ihren Körpern, als welche, die es nicht sind. Und ich muss auch sagen, früher war ich so unzufrieden mit meinem Körper. Ich werde immer zufriedener damit. Ich glaube, das kommt auch einfach im Alter. Und wenn ich mir Bilder von früher anschaue, wie ich früher aussah, denke ich mir so, oh mein Gott, über was habe ich mir eigentlich Gedanken gemacht? Und teilweise bin ich dabei, jungen Kolleginnen von mir heute ihre Komplexe auszureden, was sehr schwer ist. Und ich sehe mich teilweise wirklich in denen, wo ich denke, mein Gott, was habt ihr für Probleme? Ihr seid doch so toll. Was ist euer Problem? Ja, wir leiden halt alle unter einer bodydysmorphen Störung. Und wir wissen nicht mehr, was natürlich ist oder nicht. Bei den Männern in Form von viel Muskeln und Muskulatur. Bei den Frauen mit ihren BBLs und Brustvergrößerungen. Und das sind die Körper, mit denen wir jeden Tag konfrontiert sind und dann kann man halt irgendwann den natürlichen Körper nur noch schwer annehmen oder der wirkt dagegen halt einfach anders. Man kann nicht schlafen, weil der Körper schreit, ich brauche Essen. Und dann stehe ich vorm Spiegel und denke mir, was bist du für ein Loser, dass du das noch nicht erreicht hast. Wer hat den dicksten Arm? Das Duell der 15-Jährigen. Was geht ab, Leute? Was geht ab, Freunde? Was geht eigentlich ab in der Bodybuilding-Welt? Ich bin ziemlich fitnessaffin, aber nicht wirklich im Bodybuilding-Game. Trotzdem wird meine Timeline immer voller mit sehr, sehr schweren Jungs. Und mittlerweile weiß ich, es gibt einen Hype. Vor allem unter sehr jungen Menschen. Und ja, dazu habe ich ja auch ein Video gemacht. Das könnt ihr gerne hier abchecken. Gerade weil ja auch sehr viele junge Leute schon mit 16 auf TikTok angefangen haben, irgendwelche Steroide-Sams oder sonst irgendwelches Zeug zu konsumieren, ohne sich den Konsequenzen bewusst zu sein oder sich mit den Risiken auseinanderzusetzen. Und das ist irgendwie das ähnliche Problem, wie wenn du dir wie die anderen Influencerinnen einen Brazilian Buttlift machen lässt und deine junge Community möchte das auch, ohne sie über die Risiken aufzuklären, was das eigentlich bedeuten kann oder was passieren kann. Und letztens hat mir nämlich ein Kollege im Fitnessstudio ganz geschockt erzählt, wie zwei sehr junge Typen sich über echt krasse Stoffe unterhalten haben und der eine meinte noch, boah, krass, das nimmst du, willst du dich umbringen, weil die Dosis viel zu hoch war. Und der Kollege, der es mir erzählt hat, war Arzt, deswegen weiß er, dass die Dosen, die er da in der Umkleide kommuniziert hat, viel zu insane waren. Wollte sich dabei auch nicht einmischen. Und das ist, glaube ich, halt auch das Problem, dass man sich mit Dingen nicht wirklich auseinandersetzt. Aber in der heutigen Zeit will man immer alles sehr schnell haben, ohne wirklich die Geduld zu haben dafür, dass Dinge auch Zeit brauchen, um sie aufzubauen. Das Gleiche wie, anstatt sich in den Hintern zu trainieren, spritzt man ihn sich auf. Und anstatt sich Muskeln über Jahre anzutrainieren, geht es halt eben so schneller. Und ich frage mich, was macht dieser Trend mit Ihnen? Also, was ist so faszinierend an Bodybuilding und ab wann wird es vielleicht auch gefährlich? Noel Hamdi ist 17 und riesiger Bodybuilding-Fan. Er trainiert, seit er 15 ist und seit Anfang des Jahres nimmt er das Ganze richtig ernst. Strikte Ernährung, 5 bis 6 Mal die Woche pumpen
Vor kurzem hat er sogar mit Fußball aufgehört, um sich voll auf Bodybuilding zu konzentrieren. Ich denke nur noch an Bodybuilding gefühlt. Ich rede in der Schule nur über Bodybuilding. Mein Alltag ist ganz anders strukturiert. Es dreht sich alles ums Essen und ums Trainieren. Im Vergleich zum Fußball zum Beispiel ist es jetzt so, da arbeitest du größtenteils fürs Team. Aber mir macht halt eben Spaß so, ich tue was für mich, nur für mich. Ich kann selber sagen, in welchem Ausmaß mache ich das. Ich kann alles selber regulieren, wann gehe ich zum Sport. Also das ist so ein komplett anderer Spaß mit einem komplett anderen Ziel und komplett andere Auswirkungen am Ende auf mich. Mir wurde letztens auch mal von euch ein Mädel auf TikTok geschickt. Ich glaube, die war 12 und hat schon voll viel mit Gewichten trainiert und da halt ihre Fitnessroutine gezeigt und alles. Also ich glaube, wenn ich mal Kinder habe, möchte ich, dass die erstmal einfach in irgendwelche Kurse gehen und tanzen und Kampfsport oder sonst irgendwas machen, bevor sie an die Gewichte gehen. Auch in meinem Gym ist es so, und es hat auch mein Trainer bestätigt, dass es immer mehr junge Leute gibt, die dann anfangen, und auch den Fall gab, dass jemand sehr, sehr jung war und sich schon direkt informiert hat an gewisse Stoffe, die man nehmen kann, und ihnen stark davon abgeraten worden ist. Aber da haben wir halt wieder das Problem mit Internet. Leute geben irgendwie gefährliches Halbwissen raus und andere machen es irgendwie nach und wollen halt dann wie ihre Idole eben auch so aussehen. Leistungssport ist immer so ein Tanz am Abgrund. Wie weit kann ich denn kommen? Wie weit lässt mein Körper denn Dinge zu? Wie weit kann ich meinen Körper striezen, bis er jemand sagt, jetzt will ich nicht mehr, jetzt kann ich nicht mehr? Markus, was macht daran Spaß? Gar nichts. Oh, geil. Ich hab's mir letztens auch gedacht. Ich bin jetzt auch schon nicht lang, aber jetzt gerade so Fitnessstudio und Gewichte trainieren. Ich mache aber immer sehr gerne auch Ausdauer und irgendwelche Kurse oder Tanzen oder irgendwas, weil dieses reine Gewichte stemmen ist mir zu langweilig, und er sagt's halt einfach. Nein, das musst du wollen. Ja. Eigentlich bekloppt. Also ich bin ganz ehrlich, wenn mir es manchmal so durch den Kopf geht, was ich seit 30 Jahren mache, krass, hinterfrage ich mich selbst. Seit 30 Jahre, ne? Ich habe jetzt schon nach einem halben Jahr schon keine Lust mehr, weil es mir einfach so eintönig ist. Und ich glaube, dass man, also ich habe dann manchmal Tage, wo ich sage, oh Gott, heute wieder die gleiche Routine. Und auch wenn die Routine sich ändert und ich andere Übungen mache, es muss bei mir ein Mix sein. Es muss bei mir ein Mix sein aus, heute gehe ich mal tanzen, heute mache ich mal Ausdauer, heute mache ich mal Kraftausdauer und heute mache ich nur Kraft, weil das wäre mir sonst zu eintönig. Aber das muss ja jeder für sich selber wissen. Ich noch ganz dicht bin, ne? Und wie man das 17 Jahre lang als Profi noch aushalten konnte. Markus Rühl. Heute Social Media Star, früher Weltklasse Bodybuilder. 8-mal bei Mr. Olympia, 4-mal in den Top 10. Spitzname: German Beast. Wie war mein Alltag? Morgens aufstehen, dann bin ich Rad gefahren auf Nüchternwagen eine Stunde. Dann habe ich gegessen. Dann um 11 Uhr war das erste Training. Dann bin ich heim. Dann habe ich gegessen. Dann habe ich 2 Stunden Mittagsschlaf gehalten. Dann habe ich wieder gegessen. Dann bin ich wieder ins Studio, habe trainiert um 17 bis um 19 Uhr. Um 19.30 Uhr war ich zu Hause, dann habe ich gegessen. Dann habe ich nochmal gegessen um 22.30 Uhr und gegen so 23.30 Uhr bin ich ins Bett. Also das war 7 Tage die Woche mein Tagesablauf. Ach, crazy. Und ich weiß, dass jetzt einige von euch sagen würden, oh mein Gott, wie abartig, wie kann man das nur tun? Ich sage ja am Ende, wenn es der Traum von jemand ist, Bodybuilder zu werden, es muss einem halt bewusst sein. Aber trotzdem muss man sagen, das erfordert krasse Disziplin, diesen Tagesablauf jeden Tag durchzuziehen. Mit der Ernährung, da bin ich ja komplett raus, ne? Also mir fällt es auch super schwer, mal clean zu essen, sich daran zu halten. Du bist ja auch in einem gewissen Teil, so hatte ich das, als ich meine 3-Monats-Challenge nur gemacht habe, hatte ich das Gefühl, ich bin teilweise gar nicht mehr so. Ich kann bei vielen gesellschaftlichen Dingen gar nicht mehr mitmachen, weil ich mich dann schon strikt auch dran halte, wenn ich ein Ziel habe. Und er macht es ja seit Jahren. Das heißt, dann mal mit Leuten ins Restaurant gehen oder mal abends weggehen, mal ein Gläschen Sekt trinken oder mal ein Stück Kuchen essen. Weiß ich nicht, ob er sich das erlaubt hat. Viele sagen, das ist kein Problem, das mache ich trotzdem. Aber es zeigt trotzdem, wie krass dieser Tagesablauf ist und dass man diesen Bodybuilding-Sport lebt. So wie viele andere Sportler, beispielsweise Balletttänzer, für ihren Job und für ihre Leidenschaft leben. Was krass ist,
Dennoch glaube ich, dass es durch Social Media für viele zu lapidar und einfach dargestellt wird und mit gewissen Substanzen kriegst du das ganz schnell und musst gar nicht viel Aufwand machen. Und das finde ich halt problematisch, weil ja viele außerhalb des Bodybuildings, also viele Hobby-Sportler, teilweise schon echt krasse Substanzen zu sich nehmen. Auch Greg Duché kritisiert immer wieder auch gerade Fitness-Influencer, die sich offensichtlich Substanzen zuführen und damit nicht offen umgehen und sagen, mit meinem Booster kannst du diese Muskelmasse erreichen, ohne damit offen umzugehen. Und er spricht auch offen drüber, dass er eben etwas einnimmt. Und er hat auch gerade zu dem Tod von Joe Aesthetics, der gestorben ist, offen drüber gesprochen, dass er sehr verwunderlich findet, dass keiner irgendwie das Problem oder den Elefanten im Raum ansprechen. Und der Tag hat sich eigentlich nur entschieden, weil es gesagt hat, okay, Montag Brust, Dienstag Rücken, ne? Und so muss sich die Wochentage einsorten, weil ansonsten gab es keine Differenzierung. Und das muss man sagen, über 30 Jahre. Ne? Da können jetzt andere sagen, oh, ist der dumm und oh. Es war halt sein Traumjob, trotzdem krasse Routine, das muss man mal durchziehen. Weil nämlich letztens auch Leute gesagt haben, als ich dieses Video hier gemacht habe, gerade weil so viele junge Leute irgendwelche Stoffe einnehmen, ohne sich zu informieren, was sie da eigentlich tun. Bodybuilding, habe ich schon mal gesagt, ist krass. Man braucht viel Disziplin und das spreche ich gar nicht ab. Aber trotzdem muss man offen damit umgehen, wenn man etwas einnimmt. Und die Leute müssen sich bewusst sein, dass gewisse Dinge einfach Konsequenzen haben. Das ist wie, wenn ich mir einen Brazilian Buttlift Ass machen lasse. Dann kann es auch sein, dass ich an einer Lungenembolie sterbe. Oder wenn ich zunehme, einen massiven Hintern kriege, weil meine ganzen Fettzellen da unten sind und sonstige Dinge passieren können. Markus Rühl ist eine absolute Kultfigur in der Bodybuilding-Szene mit richtig viel Reichweite. 1,5 Millionen Follower und einer davon ist Noel. Ja. Ich war nie wirklich auf Social Media aktiv, aber mittlerweile bin ich das auch vor allem deswegen, weil du so viel Input eben aus zu diesem Thema kriegst. Du siehst natürlich diese, ich sag mal, Monster teilweise, ne? Und die nehmen einen riesen Einfluss auf Motivation und Ziele von mir, weil du siehst die und du denkst dir, boah, so möchte ich werden. Das ist sehr spannend. Ja, und ich muss halt sagen, das muss auch ich ehrlich eingestehen, dass ich teilweise, mir wurde es mal gezeigt, wie ein natürlich trainierter Körper aussieht. Auch das kann natürlich variieren, weil jeder hat andere Genetiken. Aber dass teilweise auch Leute, die für mich hundertprozentig natürlich waren, bereits angefangen haben zu stoffen und ich das schon als natürlichen Körper angesehen habe, fand ich extrem krass. Und dass auch immer mehr Frauen anfangen, sowas zu nehmen. Mit diesen drei Tipps wirst du zum perfekten Gym Buddy. Wenn du Punkt Nummer 3 meisterst, gehörst du zur Fitness-Elite. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video auf meinem Kanal. Ab ins Gym, Leute! Ich lieb's einfach, auf der Bühne zu stehen, eine krasse Form zu haben und zu sehen, das ist so der ursprüngliche Reiz, um zu sehen, ich bin besser geworden. Und ich kann mehr Gewicht bewegen, ich baue mehr Muskulatur auf, es passiert was und ich fühle mich auch besser. Kai Gedan, einer der erfolgreichsten deutschen Bodybuilding-Influencer und aktiver Profi-Bodybuilder. Kai ist 27, angefangen hat er mit 18. Damit war ich immer ein relativ dünner Typ, wurde viel gemobbt, viel fertig gemacht. Dünn? Ich finde es überhaupt nicht dünn. Ich finde es schon ganz schön lean. Relativ unsicher und war schon immer unzufrieden mit meinem Körper und habe dann irgendwann mal angefangen, okay, ich gehe jetzt einfach mal ins Fitnessstudio und war eigentlich von Tag 1 schon extrem süchtig nach der ganzen Sache. Und das hat sich dann eigentlich immer weiter aufgeschaukelt, bis ich dann eigentlich nach 3 Jahren so 35 Kilo mehr auf den Rippen hatte, mehr oder weniger. Von 82 Kilo hoch auf 117. So eine Transformation wünschen sich viele Bodybuilding-Fans. Und Tipps holen sie sich bei Kai. Der hat über 600.000 Follower auf Instagram, TikTok und YouTube. Welche dieser Eigenschaften? Oder was muss dein perfekter Gym-Buddy können? Ah ja, besser. Sie finde ich voll sympathisch. Sie wird manchmal auf TikTok vorgeschlagen. Sie hat auch oft darüber gesprochen. Sie hat, glaube ich, auch mal Bodybuilding gemacht und dass es für sie gar nicht gut war. Und ich glaube, dass es bei ihr auch in Richtung Essstörung ging. Und sie jetzt super viel Selbstvertrauen hat, so wie sie aussieht. Und ich finde sie einfach super sympathisch. Auch die Tipps, die sie gibt, ist einfach, und ihre Stimme ist einfach super cute. Übrigens, auch Kais Freundin Leonie betreibt Bodybuilding und ist Influencerin. Zwar ist Bodybuilding immer noch sehr männerlastig, aber es interessieren sich auch immer mehr Frauen dafür. Ja,
Ich würde sagen, durch Social Media ist Bodybuilding auf jeden Fall viel, viel besser und auch viel populärer geworden. Und man merkt auf jeden Fall, wie so der Hype oder das Interesse von Fitness ganz unten ansetzt und schon so bei den 13-, 12-, 14-Jährigen teilweise echt ein krasses Thema ist. Ja. Ja, das schon. Und ich muss sagen, ich würde mir zum Beispiel wünschen, wenn ich nochmal 12, 13, 14 wäre, was ich machen würde, ich glaube, ich würde Leichtathletik machen. Oder Bodenturnen. So geil, wenn du irgendwelche Flickflacks und Sprünge kannst. Oder ganz ehrlich, Ballett. Das ist auch so insane, dieser Sport. Oh mein Gott. Und auch die schinden sich jeden Tag Stunden um Stunden und haben vielleicht mit 35, 40 Probleme und Knieschmerzen, aber opfern sich halt für diesen Sport oder diese Sportart auf. Kannst du so beschreiben, was für dich die schönsten oder ästhetischsten Körperregionen sind? So ein bisschen Richtung, das ist ja auch im Internet, nennen die das immer so, Richtung griechischer Gottkörper. Definiert, Sixpack, viele Muskeln, volle Brust, so runde, kugelrunde Schulter, eine relativ schmale Taille, dicke ausladende Beine und natürlich einen Rücken in V-Formation und dadurch erzielt man quasi so einen genannten X-Frame. Also schon so einen sehr, sehr definierten, athletischen, aber auch irgendwo in die Masse gehenden Körper. Ein Dragon Ball Körper. Ich sag immer, Dragon Ball oder so diese ganzen Animes verkörpern es ja genauso. Die Frauen sind alle überdurchschnittlich dünn und haben Riesenhupen und die Männer sind alle überdurchschnittlich krass trainiert. Oder gerade Superhelden, Superheldinnen, wenn ihr euch da mal die Körper anschaut, wie die aussehen. Für männlich wie für weiblich. Milo, kannst du deinen Sohn verstehen, dass er diesen Körper haben will? Das ist Milo, Noels Vater und Trainingspartner. Zum Teil ja, aber das ist eigentlich viel zu früh, dass er das haben will, ja. Ne? Er hat aber vor kurzem angefangen. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass seine Einstellung so, ich würde schon sagen, extrem ist. Statt er geht da hin und das reicht für die Schule, für so ein Level, so ein bisschen. Wenn ihr von dem, wie heißt er, Urs Kaleczynski redet, da sind wir ja ganz, 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 ganz auf dem Olymp. Ja, und der vergleicht sich ja gerade da. Fibo, oder? Urs Kaleczynski, 25 Jahre, einer der größten Bodybuilding-Stars überhaupt. Knapp 2 Millionen Follower, von einem Jahr war es noch nicht mal die Hälfte. Mittlerweile ist es schon extrem geworden, seit diesem Jahr, muss ich ehrlich gestehen, aber ist dann manchmal ganz lustig, so kommen 13-Jähriger zu mir und sagt, ey Urs, du bist doch der TikToker. Und ich so, ey, wow, eigentlich so bin ich der Bodybuilder. Was ich halt bei sowas krass finde, und das wurde mir auch durch Sophia Thiels Story noch mal mehr bewusst, wenn du als Fitnessperson oder Bodybuilder irgendwie online mit Reichweite zu tun hast, da bin ich sehr froh, dass ich diesen Druck nicht habe, den Druck zu haben, immer so aussehen zu müssen. Weil eigentlich ist es ja meistens so, dass du dich dann quasi für gewisse Wettbewerbe runterschreddest und dann quasi deine Form hast und übers Jahr nicht. Es gibt ja Leute, die versuchen, diese Form ja fast übers Jahr zu halten. Und immer wieder diesen Druck zu haben, jetzt ist wieder die Zeit, jetzt muss ich mich wieder runterhungern und Disziplin haben und let's go. Ich glaube, ich würde da kläglich scheitern. Das ist krass, der Druck. Enorm. Deswegen bin ich froh, dass ich es nicht machen muss. Ich hatte richtig Zittern am Körper. Es war einfach so, ihn das erste Mal zu sehen, es war einfach unglaublich so, weil man kennt ihn eigentlich nur von Insta oder von TikTok oder so. Und jetzt ihn mal wirklich zu sehen, es war einfach so heftig. Der FIBO fand ich krass, diesen digitalen Hype mal in echt zu erleben und auch zu sehen, wie jung wirklich viele von diesen Bodybuilding-Fans einfach sind. Ich habe auch mit einigen gesprochen und es ist nicht so, als würden alle unbedingt aussehen wollen wie Urs Kaleczynski oder Markus Rühl, aber dieser Bodybuilding-Lifestyle, der interessiert sie trotzdem. Und an diesem Interesse hängt natürlich richtig viel Geld. 5 Milliarden Euro hat die Fitnessszene vergangenes Jahr umgesetzt. Supplements, High-Protein-Produkte, Merch, Coachings und so weiter. Damit können Bodybuilder deutlich mehr verdienen als durch Wettkämpfe. Was halt mich, wie gesagt, stört, wenn man mit als Fitness-Influencer oder als Bodybuilder nicht offen und ehrlich, es gilt für Frauen wie Männer, mit der Community umgeht und sagt, gewisse Ergebnisse waren so und so nur möglich. Seid euch dessen bewusst. Und das soll nicht heißen, dass es jetzt gut ist, wenn man das irgendwie macht und sagt, hey, ich mach das. Hier sind die Vor- und Nachteile, machen es die Leute trotzdem nach. Ich finde, es hat trotzdem einen anderen Impact, wenn zum Beispiel jetzt auch der Katja Krasavitsch dann sagt, ey, ich würde mir nie wieder Brazilian Buttlift machen, weil das war jetzt von meiner Marke wichtig, aber sie würde es niemandem raten. Hat es, glaube ich, schon einen anderen Impact, als wenn du sagst, nein, es kommt alles nur durch meinen Booty Booster, yay.
Und in den letzten 2-3 Jahren gab es nochmal einen richtigen Boost. Auch darüber habe ich mit einigen Leuten gesprochen und es ist eigentlich immer das gleiche Schlagwort gefallen. Corona. Corona. Corona, Corona, Corona. Es hat allen Leuten in der Online-Welt extrem geholfen. War ja auch bei mir so durch Corona, dass viele Leute zu Hause waren, haben viel mehr Leute die Videos konsumiert. Dann gab es noch gerade im Gaming-Bereich Spiele wie Among Us oder Gartic Phone. Man hat viel mehr miteinander gemacht. Leute haben viel mehr konsumiert, was nochmal voll den Boost gegeben hat. Ich glaube, fast alle in dem Online-Bereich. Dr. Philipp Sinner ist Kommunikationswissenschaftler. Er forscht vor allem zu Sport in den Medien und darüber, welche Rolle Medien für die Sozialisierung junger Menschen spielen. Extrem viel. In der Covid-Zeit haben junge Menschen eine Stunde am Tag mehr Online-Medien verwendet als davor und danach. Das ist eine riesengroße Hausnummer. Und diese Zeit musste natürlich auch mit Inhalten gefüllt werden. Und dann kann man schauen, welche Sportarten kann ich betreiben ohne große Infrastruktur. Ja. Bei Bodybuilding stehe ich im Mittelpunkt, ich kann mich selber filmen, ich kann meinen Alltag zeigen, ich kann meine Ernährung zeigen, Training zeigen, ich kann Wettkämpfe zeigen. Und das macht das Ganze natürlich wahnsinnig zugänglich für eine Präsentation in sozialen Medien. Heute ist die Social-Media-Welt so groß geworden, die Welt ist so riesig, die Chancen sind so, so vielfältig, dass du natürlich jederzeit selbst in der Hand hast, wie viel Geld willst du denn verdienen. Widmest du dich mehr Social Media? Ich meine, ich habe jetzt meine eigene Marke für Nahrungsergänzungsmittel, aber vom Bekanntheitsgrad ist es unfassbar. Also macht mir teilweise Angst, ich bin ganz ehrlich. Es macht mir teilweise Angst, wie bekannt ich bin. Also man kann davon schon sehr, sehr gut leben. Man hat damit quasi keine großen Einschränkungen in der Hinsicht, dass eigentlich nur die Zeit fehlt, ja. What is the ideal body type? So I got like a photo, you kind of made it. Okay, 15%. Yeah, agreed. 15%. 15%. Was ist deiner Meinung nach der schlimmste Körpertyp? Hier der 2-6-7%. 6-7%. 10-12%, ja. 6-7%. Gut, es sind aber auch alles Leute, die auf der FIBO sind, ne? Die haben halt nochmal alle einen ganz anderen Impact. Aber ja, interessant. Ich würde halt mal jetzt echt gern wissen, wer von den oberen drei noch natürlich ist. Beziehungsweise sind ja hier die Prozent des Körperfetts zu sehen. Das würde mich mal interessieren. Aber ich muss auch sagen, gerade bei Frauen, als ich so 10% Körperfett hatte, hat man meine Bauchmuskeln leicht gesehen. Und das ist auch schon für mich die Grenze, wo man ja auch schon sagt, da hat meine Periode dann auch schon langsam gesagt, du Mädel, jetzt aber langsam wieder ein bisschen zunehmen, gell? Deswegen. Ich finde 10-12 am besten. 6-7%, aber auch 10-12. Was für mich der Schönste ist, oder? So haben wir übrigens Noel kennengelernt. Ach, witzig. Ich würde 6-7% sagen. Und wie nah bist du da jetzt gerade dran? Absolut weit weg. Ich bin 17 Jahre alt, habe vor ein paar Monaten erst angefangen. Also davon bin ich weit entfernt noch. Macht das was mit deinem Selbstbewusstsein? Ja, absolut. Du fühlst dich jedes Mal, wenn du in den Spiegel guckst, so vorm Duschen gehen, fühlst du dich so, als wenn du noch nichts erreicht hast. Oh je, ey. Ich weiß echt nicht, ob ich später meinen Kindern nicht einfach Social Media erstmal verbiete. Ich hatte in der Kindheit damals noch kein Social Media. Ich hatte erst mit 16 ein Handy, dann kam irgendwann das Internet. Wo ich mir denke, und ich hatte schon Komplexe, wie ist das für die Leute heute? Falls ihr Kinder habt, wie macht ihr das? Habt ihr irgendwie eine Sperre? Was ich total süß fand bei dem Community-Treffen von mir, dass die Eltern teilweise auch die Videos und die Inhalte erstmal konsumieren, bevor die Kinder das machen dürfen. Das finde ich sehr, sehr löblich. Ja, ich glaube, davor ist halt keiner gefeilt, ne? Männer wie Frauen nicht so. Es wurde uns ein Bild hingelegt, wie es sein sollte. Der Mann groß und stark, die Frau schlank und zierlich. Ja, und da leiden einfach alle drunter so ein bisschen. Ich glaube, es gibt immer Leute, die tangiert es nicht, aber es ist halt einfach die heutige Zeit. Du wirst nur mit sowas konfrontiert. Also du kommst ja auch nicht raus aus diesem Strudel. Das ist schon voll viel, was er hat für mich. Aber ich muss auch hier sagen, wir haben sowieso alle eine Body-Dysmorphie-Störung und zwar auf unsere eigenen Körper bezogen. Nicht alle, aber viele. Und wenn ich ihm jetzt sage, boah, du bist voll krass durchtrainiert, sagt er wahrscheinlich, nee, da geht halt noch mehr. Ich erfahre hier ganz neue Dinge, die ich gar nicht kannte, gerade in Bezug auf Fitness, ne? Oder Einstellungen im Fitnessstudio. Ne? Es ist ja nicht so, dass ich einfach ins Auto steige nach dem Training und sage, boah, heute habe ich mich aber so richtig wie ein Loser gefühlt im Studio, als wenn mich jeder beobachtet und denkt, boah, der sieht aber scheiße aus. So, da redest du nicht drüber, direkt mit jedem, ja.
Ich finde es so schade. Ich glaube auch gerade Fitnessstudio, ich muss auch sagen, ich habe ein Jahr gebraucht, ohne mich, also es hört sich so dumm an, ich habe ein Jahr gebraucht, ohne mich seltsam zu fühlen im Fitnessstudio. Und am Anfang musste mein Partner immer mit, der musste mir jedes Gerät erklären. Ich habe mich super unwohl gefühlt, ich habe mich beobachtet gefühlt. Ich dachte, oh Gott, jeder sieht, dass ich es nicht kann, mache ich die Übung falsch? Und ich finde es so schade, weil eigentlich sind die Fitnessstudios, in denen ich immer war, die Leute sind so nett und so entspannt und so hilfsbereit. Und man hat teilweise durch Social Media auch so gar keinen Bock, schon ins Gym zu gehen, weil dann immer diese komischen Gym-Girls sind, die irgendwelche Männer exposen, weil sie scheinbar geschaut haben oder nur Leute, die rumschreien, ihre Gewichte auf den Boden droppen. Deswegen kann ich verstehen, warum viele Leute keine Lust haben auf Fitnessstudios, weil sie halt von vornherein sagen, boah, nee, das gebe ich mir nicht. Das ist voll die unangenehme Crowd. Deswegen kann ich euch empfehlen, geht einfach mal in ein Fitnessstudio, zum Beispiel in Kurse, Spinning oder Yoga oder irgendwas. Das ist schon ganz cool. Aber so fühlst du dich fast jedes Training? Das ist aber das, falsch. Ja. Das ist falsch. Eben, das ist falsch. Und das probierst du doch auch zu unterbinden. Also man gibt sich Mühe, dass das eben nicht so ist. Aber das ist so ein Nachteil, weshalb ich Sommer nicht mag. Weil dann musst du im T-Shirt und kurze Hose trainieren, weil dir sonst sowas von heiß ist. Oh je, oh je. Ja, ich muss auch sagen, ich habe mir irgendwann gedacht, boah, warum gebe ich mir eigentlich den Stress? Ich bin vielleicht insgesamt im Jahr 3 Wochen im Bikini und den Rest habe ich Kleidung an, also was juckt mich mein Arsch? Und irgendwann dachte ich mir nur so, für die 3 Wochen dann irgendwie krass aussehen und gerippt sein, außer du lebst davon und zeigst deinen Körper und machst Workouts, aber das tue ich nicht. Dachte ich mir so, nee, das ist es mir nicht wert. Komm her, Karottenkuchen. Aber du fühlst dich dann halt viel schlechter und unselbstbewusster. Und das wirkt sich eben auch auf deine Trainingsleistung aus. Ja, da sieht man halt wirklich, wie sehr man sich beeinflussen lassen kann, gerade als junger Mensch. Wenn ich an meine Jugend zurückdenke, war Fitness und Fitnessstudien noch nicht ansatzweise so weit verbreitet, wie das heute der Fall ist. Und jetzt bin ich einfach viel, viel stärkeren Vergleichen ausgesetzt, sowohl offline als auch natürlich in sozialen Medien. Und das verstärkt oder kann dieses Gefühl verstärken, nicht fit genug zu sein oder nicht trainiert genug zu sein oder nicht oft genug in der Woche ins Studio gegangen zu sein. Ja, und vor allem, wie gesagt, Genetik ist immer unterschiedlich. Bei jedem ist die anders. Und wenn du halt eben Vorbilder hast, die nicht offen damit umgehen, dass sie eventuell Substanzen zu sich nehmen, du gefrustet bist, weil du diese Ergebnisse nicht erreichst und dann noch unzufriedener mit deinem Körper bist, obwohl die Ergebnisse, die du jetzt erreicht hast, total krass sind und es aber nicht mehr siehst, weil die Person, die andere, die hat ja viel mehr Kilogramm in einem Jahr zugenommen als ich. Ja, wäre sie halt mal transparent gewesen, wüsstest du warum. Nicht fit genug, nicht muskulös genug, ey, so fühle ich mich selbst manchmal auch. Und ich glaube, das gehört ein Stück weit im Fitnessgame auch einfach dazu. Aber bei manchen Leuten geht dieses Gefühl sogar ins Krankhafte. Und damit sind wir bei einem Thema, das in der Bodybuilding-Szene ziemlich präsent ist, nämlich Body Dysmorphia. Yes, die haben wir eh alle. Viele, nicht alle, viele. Du fühlst dich einfach nur dünn und dick. Hab den objektiven Blick komplett verloren. Body Dysmorphia ist ein Überbegriff für verschiedene Formen von verzerrter Körperwahrnehmung. Und bei Bodybuildern geht es in der Regel um die sogenannte Muskeldysmorphie. Da halten sich die Betroffenen für viel weniger muskulös, als sie eigentlich schon sind. Und es gibt Zahlen, die zeigen, dass sowohl hoher Social-Media-Konsum als auch regelmäßiges Krafttraining einen ziemlichen Einfluss auf das Körperbild haben. Und das gilt natürlich noch mal mehr für Menschen, die gerade noch mitten in der Findungsphase sind. Ein paar meiner Kollegen, die auch sehr im Fitness-Game sind, mit denen habe ich auch sehr viel darüber geredet, die auch sagen, sie sehen einfach, für sie ist es wichtig, halt einfach die Masse zu haben. Sie gehen jeden Tag auf die Waage. Und sie sagen teilweise, wenn sie weiblich wären, würde jeder sagen, sie haben eine absolute Essstörung. Aber da sie halt teilweise sehr groß sind und muskulös, sagt man, ja, die brauchen das. Es ist halt einfach eine Auswirkung von Social Media und den ganzen Einflüssen, die wir haben. Und das, was uns gezeigt wird, wie wir sein müssen und was perfekt ist und was begehrenswert ist. Bei Männern wie auch bei Frauen. Ich weiß ja, wie diese ganzen Personen, die in der Szene eben relevant sind, aussehen. Und dann stehe ich vorm Spiegel und denke mir, was machst du eigentlich im Fitnessstudio so? So würde ich mich fast schon gar nicht mehr oberkörperfrei raustrauen, weil ich ein ganz anderes Ideal vermittelt bekomme mittlerweile, als ich damals vermittelt bekommen habe. Es ist so schade, dass man sich in seinen frischesten, knackigsten Jahren die ganze Zeit für irgendwas geniert. Und umso älter du wirst, umso entspannter bist du und umso mehr juckt sich nicht. Deswegen Leute, geht raus. Geht raus in die richtige Welt. Schaltet eure Apps ab. Schaut euch das nicht an, guckt euch normale Menschen an und genießt euer Leben bitte. Bitte zieht euer Shirt aus, wenn euch zu heiß ist im Freibad. Bitte, bitte, bitte. Schränkt euch nicht so ein, verschwendet eure Zeit nicht mit so einer Scheiße, ganz ehrlich.
Im Bodybuilding ist alles eine Illusion. Da macht das Posing extrem viel aus. Und natürlich das Licht. Aber ich glaube, die meisten denken dann auch wirklich, dass man die ganze Zeit so krass aussieht, ja. Ja, das ist ja das. Mir hat auch mein Trainer, der auch sehr viel Influencer trainiert, gesagt, die shredden sich dann halt einmal im Jahr krass runter, dann nehmen die 20 Outfits mit, shooten diese 20 Outfits in 3 Tagen an 3 verschiedenen Locations und dann wirkt es, als hätten sie das ganze Jahr über diesen Körper, aber sie sagen selber, das hält man gar nicht durch. Also jeder, der logisch denken kann, wird wissen, okay, ich stelle die maximal krassesten Bilder ins Internet, um halt eben damit erstens auch die maximale Reichweite zu bekommen und um auch einem selber ein bisschen Sicherheit zu bekommen. Wenn man wirklich sehr, sehr krasses Bild veröffentlicht, bekommt man natürlich auch den ganzen positiven Feedback und das bestätigt natürlich dann auch einen wieder. Die Typen sind ja teilweise 10 Jahre im Fitnessstudio gewesen. Auch wenn ich gar nicht die Möglichkeit habe, so lange trainiert zu haben, denke ich mir schon so, hey, warum siehst du nicht so aus? Oder was bist du für ein Loser, dass du das noch nicht erreicht hast? Der ist schon übel RIP. Also in meinen Augen ist der schon übel trainiert. Also ja, das ist halt das Ding, ne? Das kannst du ihm halt sagen, so oft du willst, so oft ich meinen weiblichen Kolleginnen oft sage, Girl, du siehst so gut aus, was ist dein Scheißproblem? Kann ich das dem genauso oft sagen? Er wird es halt leider nicht sehen, so wie ich damals auch nicht. Also es geht komplett ans Selbstbewusstsein ran, ja. Warum? Und trotzdem machst du es ja irgendwie gerne, also... Das ist die Ironie dabei, ja. Es macht trotzdem, dieser Prozess macht trotzdem Spaß, ja. Im Training vielleicht so ein bisschen, eine Ader ist ein bisschen blauer sogar nur als davor oder so. Sowas fällt schon auf. Das hält zwar nicht für die ganze Zeit an, aber du fühlst dich bestätigt. So in dem, was du tust. Oder denkst, ja, ich mache alles richtig. Also ich sehe manchmal junge Menschen trainieren, wo ich denke, wow, ob das alles positiv ist für seine Weiterentwicklung, sehe ich skeptisch. Ein junger Mensch ist ja noch ein Wachstum, ja, der ist eine Entwicklung, noch ein kleines Blümchen, ja. Wenn das kleine Blümchen falsch gießt, wird es verwelken oder kaputt gehen. Sehr schön gesagt. Also, wie gesagt, wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, was ich machen würde, ich hätte ein Instrument geil gelernt, aber so richtig gut. Ich hätte irgendeine Sportart, von der ich einfach was habe, gelernt, sei es Tanzen, Kampfsport. Ich glaube, ich wäre in Richtung Tanzen gegangen, vielleicht sogar Ballett, vielleicht sogar Leichtathletik, irgendwas Krasses, was ich einfach auch noch in ein paar Jahren kann. Irgendwelche Dinge, die ich erlerne und die ich immer bei mir trage. Wenn ich jetzt ins Gym gehe, denke ich mir oft und jetzt ein Jahr lang krass durchziehe und voll durchtrainiert bin und wenn ich damit aufhöre, verliere ich die Muskeln und habe ja dadurch keinen Skill erlernt. Also ich würde irgendwas machen, wo ich einen Skill habe, wie Tanzen. Wenn du tanzen kannst, übel geil, verlernst du nicht. Ein Instrument, dass du es wirklich super gut spielen kannst. Eine Sprache lernen, irgendwas mit sich anstellen, aber nicht so. Und auch gerade im Ausdauerbereich oder es gibt so viele Sachen. Mach Breakdance. Breakdance ist so geil. Und das ist im Kraftsport ein sehr, sehr schmaler Grat. Zwischen gesund, aktiv, ja, was immer positiv ist, aber zu viel. Bodybuilding ist ein absoluter Extremsport. Ja. Um das zu machen, musst du bereit sein, dein soziales Umfeld komplett aufzugeben. Ja. Freunde hatte ich zu der Zeit nicht. Ich hatte einen Trainingspartner, aber keine Freunde. Und wenn du das bereit bist, alles zu opfern, dann wirst du an die Weltspitze kommen im Bodybuilding. Ja, das ist ja das, was ich gemeint habe. So das, was die leben halt einen komplett anderen Alltag. So, das meinte ich ja mit diesem nicht gesellschaftsfähig, wo mein Partner mir eine 3 Monaten Transformation schon gesagt hat, boah, mit dir kann man ja nichts mehr machen, weil ich mich so strikt an diesen Plan gehalten habe, mit Ernährung, mit Training, mit Schlaf, mit nicht trinken, mit nicht zu wenig, nicht zu lang weggehen, ich muss schlafen. Ich muss hier wieder trainieren, ich muss hier drauf achten. Und das habe ich nur in 3 Monaten schon als störend empfunden. Und er hat es 30 Jahre gemacht. Ich glaube, das ist vielen nicht bewusst. Weltspitze, damit hat Noel noch nichts zu tun. Sein Ziel ist erstmal Masse aufbauen. Ja, und das muss ich halt auch sagen, ist jetzt gar nicht böse gemeint, aber was mir extrem auf den Sack gegangen ist, ist die Fresserei. Also, das hört sich so hart an, aber so dieses... Ich brauche so und so viel Eiweiß. Und ich muss auch echt sagen, bei einem Kollegen geht mir das so auf den Sack. Da habe ich mit ihm auch ehrlich drüber gesprochen, ob er nicht irgendwie ein bisschen harten Zwang hat, weil du mit dem nirgendwo hingehen kannst, ohne dass er sich diese Nährwerttabelle anschaut und guckt, wo viel Eiweiß drin ist. Es muss immer Eiweiß reingefressen werden. Auch wenn man massivsten Durchfall hat, am nächsten Tag Eiweiß, wo ich sage, da
dein Körper sagt gerade, er kann nicht mehr. Hör damit auf. Und ich habe auch dann zu ihnen in dem Moment gesagt, ey, wärst du eine Frau, wird dir jeder sagen, du hast eine massive Essstörung, mit dir stimmt was nicht. Mit jedem Tag auf die Waage springen, die ganze Zeit Panik haben, nicht genug Eiweiß in sich reinzuschaufeln wie so ein Irrer. Und er als Mann kann es machen, weil er groß und stark ist. Und mir als Frau wird mir schon längst sagen, du hast doch wohl einen Arsch offen. Deshalb jeden Sonntag Meal Prep für die Schulwoche. Es hilft mir auch so ein bisschen Verständnis für Essen zu entwickeln. Was ist überhaupt gesund, was ist ungesund? Also boah, und Preppen war das Allerschlimmste. Preppen macht überhaupt keinen Spaß. Also wie gesagt, das ist, wie es schon Markus Röhl richtig gesagt hat, es ist ein Job, in dem du alles opferst. Und diese Prepperei und die Zeit, die du darin investierst, das ist es mir persönlich einfach nicht wert gewesen. Da hatte ich keine Lust zu. Da lernst du halt auch viel drüber. Noel trackt Kalorien und versucht, möglichst gesund zuzunehmen. 16 Kilo hat er schon draufgepackt in unter einem Jahr. Warst du eher dünn als Kind oder? Total dünn, also Lauch. In der Schule würdest du dazu sagen Lauch, ja. Echt? Total. Ich war mit einer der dünnsten. Er sagt das vielleicht, weil er in der Schule das Feedback so bekommt. Aber überhaupt nicht. Das Wort dünn dürfte man. Hab mich immer anders gefühlt. Ja, das glaube ich, die anders fühlen. Ne? Aber es war nicht so, ne, wie er sagt. Noel möchte 2 bis 3 Jahre Masse aufbauen und dann in seine erste strikte Diät gehen, um shredded zu werden, also Körperfett abzubauen. Kai hat schon ein paar Diäten hinter sich und sah dann meiner Meinung nach schon ziemlich griechischer gottmäßig aus, aber gesund ist das nicht. Das ist ja wie bei den Victoria's Secret Models, in der Zeit, in der die für uns über den Laufsteg schweben und für uns wow, wow, wow aussehen, sind die teilweise so dehydriert und haben gesagt, sie waren kurz vorm Abkratzen. dass es ja nur eine Momentaufnahme ist. Also auch vor so einem Bodybuilding-Training musst du ja nochmal so viel Disziplin haben. Du dehydrierst, du achtest so krass auf alles. Das ist eine Momentaufnahme. Die sehen ja nicht über das Jahr so aus. Aber wahrscheinlich will er halt auch Wettkämpfe machen, ne? Also die ersten 10, 12 Kilo Fett abzubauen, ist komplett einfach. Aber irgendwann mal fängt dann der Körper an, mit einem zu sprechen. Und das macht er eben durch Nebenwirkungen, wie zum Beispiel Food Focus. Food Focus bedeutet, man fokussiert sich viel mehr auf seine Mahlzeiten, zelebriert die mehr, Gewürze, die müssen warm sein, noch ein bisschen Schärfe dran, dass es wirklich einen maximal befriedigt, weil danach kommt halt nichts mehr. Und teilweise war es bei mir so, dass meine Beine taub waren, dass ich wirklich kaum noch laufen konnte. Ich habe mich die ganze Zeit gefühlt wie Fieber. Ich konnte nicht mehr schlafen. Das ist auch wirklich das Ekelhafteste an der Wettkampfdiät. Wenn man einfach komplett kaputt ist vom Tag, aber man kann nicht schlafen, weil der Körper schreit, ich brauche Essen. Ja, das ist schrecklich, dieses gegen die Natur eigentlich auch so, gegen das, was der Körper braucht, ankämpfen. Gegen das, wovor uns der Körper eigentlich schützt, anzukämpfen. Und ich habe auch in meinen Trainings dann mal versucht, ein bisschen runter zu shredden, aber nur minimal. Und ich habe schon gemerkt, wie mir einfach die Kraft fehlt, wie schlapp ich war. Und es war schon so ein schreckliches Gefühl, dass ich gesagt habe, ich will das nicht. Aber dann kann man natürlich auch mit Disziplin und Mindset sich so hergehend über die Grenze drüber pushen, was dann auf jeden Fall in eine nicht gesunde Richtung geht. Ich glaube, in dem Moment, wo Profisport Leistungssport wird, sind wir an einem Punkt, wo es nicht mehr um die Frage Gesundheit geht, sondern einfach nur um die Leistung. Aber es ist ja eigentlich in vielen Sportarten auch so, oder? Also wenn ich mir teilweise so Profi-Ballerinas und Profi-Balletttänzer oder gerade in den olympischen Sport in die Richtung anschaue, ich habe eine ganz interessante Dokumentation zu Tour de France gesehen auf Netflix. Oh mein Gott, ich habe den größten Respekt davor. Hey, ich habe so mitgefiebert, ich konnte mir das gar nicht anschauen, wo ich auch einfach nur gedacht habe, das ist eine Tortur. Schaut es euch an, das war insane. Du, ob ihr Doping genommen habt oder nicht, die Frage stellt sich doch gar nicht. Ich habe jetzt das Glück gehabt, dass ich einen Körper hatte, der viel verziehen hat, was auch diese anabole Steroide-Einnahme, leistungsfördernde Substanzen mit dir gemacht haben könnte sonst. Es gibt auch Menschen, die haben die volle Breitseite abbekommen. Muss man auch ganz ehrlich zugeben. Steroidmissbrauch ist gesundheitsschädigend, illegal und trotzdem ziemlich präsent im Bodybuilding. Es gibt zwar sogenanntes Natural-Bodybuilding mit strikten Kontrollen bei Wettkämpfen, das macht zum Beispiel Kai, aber viele Bodybuilding-Influencer vermitteln ein Körperbild, das ohne Steroidmissbrauch einfach nicht erreichbar ist. Und gleichzeitig verdienen sie Geld mit Supplements und Co. Ja, okay, gut, sie thematisieren das. Auch wenn sich manche explizit von Doping distanzieren, super Tipps geben, inspirieren und so weiter, ist das natürlich ein ziemlich fragwürdiges Spannungsfeld und auch Noel ist damit konfrontiert. Ja, das ist halt das, was mich ärgert, weil, wie gesagt, ich wurde ja auch von einem Kollegen getestet, der hat mir Körper gezeigt, die Steroide hatten und Körper, die keine hatten.
Und ich konnte teilweise nicht mehr erkennen, welche natürlich sind und welche nicht. Und deswegen kommen diese Leute ja auch damit davon, wenn sie halt sagen, ey, nö, das ist alles Neddy. Weil ich selber nicht mehr einschätzen konnte, ach, das ist schon nicht mehr natürlich? Krass, okay. Du wirst immer mehr an das Thema rangeführt, weil immer mehr wird im Internet darüber offener gesprochen. Aber es gibt eben diese Nebenwirkungen und die schrecken mich trotzdem, was du alles darüber siehst, ab. Ja, sehr gut, sollte es auch. Deswegen finde ich es wichtig, dass das offen kommuniziert wird, dass man sagt, das passiert mit deinem Körper, das kann passieren und das wird mit dir passieren, dass man einfach weiß, oh, okay, das wusste ich nicht, dann nehme ich das auf gar keinen Fall, weil das ist es mir nicht wert. Trotzdem empfindest du ja diese Körper trotzdem als was irgendwie Erstrebenswertes, richtig? Ja. Das ist das Gefährliche aber an dem Sport. Die Messlatte setzt du immer höher. Setzt die immer höher. Und das hast du das Ziel erreicht, dann wieder höher, dann bist du wieder unzufrieden, ne? Dann bist du in den Kreislauf. Ne? Ja, und das ist unmöglich, sich nicht zu vergleichen. Wenn ich mich gar nicht vergleichen würde, wäre ich mit meinem Körper so zufrieden, weil ich denken würde, ich bin super krass. Aber ich weiß, dass es immer einen gibt, der noch besser ist als ich. Das gibt's aber immer. Und das ist, glaube ich, was, wo man irgendwann für sich die Reißleine ziehen muss und sagen muss, ey, ich kann halt nicht dahin kommen, wo jemand anders hinkommt, weil bei vielen Sachen gibt es dann einfach schon noch die Genetik, der Körperbau, wie ist jemand gebaut und alles andere. Deswegen schwierig, wenn junge Leute schon so denken. Ich finde es echt interessant zu sehen, wie viel Zeit und vor allem auch Energie Noelle in Bodybuilding steckt. Viele andere junge Menschen auch. Und ich muss auch sagen, ich habe wirklich Respekt vor Noelle. Der war super ungefiltert und ehrlich mit uns. Und ja, muss ich auch sagen. Ganz ehrlich, ich bin super gespannt, wie Noelle in ein paar Jahren aussehen wird. Vor allem, wie er dann über das Ganze denkt. Noelle, wenn du in ein paar Jahren anfängst, irgendwelche Kacke zu dir zu nehmen und zum Beefcake wirst, dann komme ich vorbei und dann gibt's Ärger. Wir beobachten dich. Ab wann glaubst du, bist du zufrieden mit deiner Form und dem, was du erreicht hast? Ab dem Punkt, wo ich besser bin als so ungefähr jeder, mit dem ich im Alltag grundsätzlich zu tun habe. Wenn du so denkst, dann kommt wieder jemand, der ist besser und wieder jemand, der ist besser und wieder jemand, der ist besser. Und die Frage ist, was ist denn besser? Ab wann ist es auch mal genug? Also, wenn du ganz oben bist. Ja, dann kommt wieder jemand und dann wirst du irgendwann alt und dann kommt jemand Jüngeres und der kickt dich dann von dem Treppchen runter. Jetzt nicht Social Media so, aber schon besser so als der autonome Mensch oder andere krasse Typen im Fitnessstudio, die du täglich siehst und denkst, boah, die sehen gut aus. Ja, und dann kommt er in die Fitnessbubble und dann lernt er wieder neue Fitnessleute kennen und die sind dann wieder krasser als er. Und wie es auch schon Markus Röhl richtig gesagt hat, er ist jetzt davon gekommen, andere sind es nicht. Und ich möchte euch nur daran erinnern, an den Joe Aesthetic und viele andere Bodybuilder, bei denen halt das Licht ausgeknipst wird, wo viele sagen, nein, das hat nichts damit zu tun, der hatte ein Aneurysma oder der hatte einen Schlaganfall, das hat nichts damit zu tun. You never know. Bei manchen geht's gut aus, bei manchen nicht. Also bei mir ist es immer so, jedes Mal, wenn ich in den Spiegel schaue, sehe ich eigentlich nur Baustellen. Man sieht eigentlich immer nur seine Probleme und nicht schon das, was man erreicht hat. Aber da muss man sich immer das bewusst vor Augen halten, okay, ich darf das freiwillig machen und ich mache es für mich. Weil mein Trauma war halt eben, ich war immer der dünne Kerl, der quasi nichts zu bieten hatte und immer gemobbt worden ist. Und ich wollte eigentlich immer nur meine Ruhe haben und durchs Bodybuilding habe ich das mehr oder weniger erreicht. Und das hat meine leichten Komplexe dahingehend aufgelöst. Es ist so schade, dass auch so viele Leute immer wieder berichten, dass sie in der Kindheit fürs Fett beleidigt worden sind, als dünn beleidigt worden sind, als klein beleidigt worden sind. Und man sieht immer, wie viele Narben sowas hinterlässt. Deswegen hat es mich ja teilweise so wütend gemacht, wenn ich mit Leuten Fotos gemacht habe und irgendwelche Leute drunter geschrieben haben, oh, ist die Person klein, ist die Person dünn oder dick? Wo ich denke, was fällt euch ein, über das Aussehen anderer Menschen so widerlich euch zu äußern? Also das, sowas geht mir echt auf den Sack. Einfach mal die Schnauze halten, echt. Ich gucke manchmal alte Videos an und denke, wer ist der Mensch? Ja? Weil ich weiß ja, was ich durchgemacht habe über die Jahre. Ach, da denke ich schon manchmal, mein Gott, ich habe ja mehr Muskeln verloren, wie viele jemals aufgebaut haben. Ne? Und ich mag behaupten, dass es eine Zeit ist, die ich niemals missen möchte. Aber ich auch froh bin heute als älterer Mensch, dass ich das heil und mit einem blauen Auge überlebt habe. Alles sehr. Ja, schön, dass das anspricht. Und ist Bodybuilding mit der Zielsetzung, die du jetzt gerade hast, würdest du sagen, das ist gesund? Ja, absolut, klar. Ich habe
vor, keine illegalen Substanzen zu nehmen, die meinem Körper schaden. Und ich habe das Gefühl, dass Bodybuilding mir mehr gibt als nur, ich sehe besser aus. Die Disziplin mit dem Essen, mit dem immer zum Training gehen, das kannst du auch auf andere Situationen in deinem Leben übertragen. Und das ist absolut gesund für Psyche und Körper, finde ich. Und negativ halt eben, du fühlst dich trotzdem irgendwo immer unwohl, weil du nicht so bist, wie andere sind. Ja, und schon in so einen jungen Jahren irgendwie diesen Lifestyle von einem Bodybuilder zu führen und sich somit irgendwie schon, wie auch der Markus so richtig gesagt hat, kein Teil der Gesellschaft mehr zu sein, finde ich halt einfach schwierig. Er ist halt noch so jung. Junge, du lebst doch so lang! Das ist die absolute, also auch Body Dysmorphia, das ist die komplett negative Seite und das begleitet dich genauso gut, wie das Positive dich jeden Tag begleitet. Begleitet dich das auch jeden Tag. Ja, es betrifft einfach voll viele Leute. Nicht immer nur Frauen, auch Männer. Fast jeden. Ja, sehr, sehr coole Dokumentation. Mega gut war alles drin, was ich mir so erhofft habe. Ich hätte mir noch irgendwie so ein bisschen mehr Einblicke in gerade auch die Fälle von Bodybuildern, die ja sehr früh auch gestorben sind, gewünscht, die es ja auch gibt. Auch Leute, die noch leben, die alt geworden sind, wie es denen jetzt körperlich geht, das hätte ich noch ganz interessant gefunden. Da habe ich auch eine interessante Dokumentation auf Netflix von einem Bodybuilder gesehen, der jetzt halt heutzutage schon sehr starke Probleme auch mit seinen Gelenken hat, wie dann andere nicht. Das hätte ich sehr interessant gefunden. Ansonsten mega coole Doku, auch mal einfach zu sehen, was geht bei vielen Leuten in der Fitnessbranche ab, auch vermehrt bei Männern. Was ist da für ein Druck, auch gerade bei den jungen Männern, bei den Jungs heutzutage. Und es ist einfach nur erschreckend. Und ich muss ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, wenn ich mal Kinder habe, wie ich die davor schützen soll. Vielleicht habt ihr dafür auch Tipps. Und vor allem auch, wie geht's euch mit dem Thema? Macht ihr euch darüber Gedanken? Seid ihr schon im Training? Seht ihr das ähnlich wie Noelle? Habt ihr ähnliche Probleme? Oder sagt ihr, boah, ich fange damit gar nicht erst an. Ich mache eine Sportart in Sportverein. Ich mache mir da keine Gedanken drüber. Ich bin sehr gespannt. Auch wenn ihr Bodybuilding betreibt, schreibt gerne eure Meinung hier drunter, eure Erfahrungen. Es ist ein riesengroßes Thema. Und da würde ich mich über einen Daumen nach oben und ein Abo sehr freuen. Das Originalvideo ist unten in der Beschreibung verpackt. Lasst dort auch auf jeden Fall ein Abo und einen Daumen nach oben da. Und ich sage immer danke fürs Zuschauen.